Hallo und herzlich willkommen zurück. Hallo. Ja, zu Guild Wars 2. Ja. Gut, ich würde sagen, nehmen Wegmarke raus. Nach. Würde schneller gehen, ja. Und dann hier oben die. Die würde ich sagen. Kornrufer. Ja. Hab gerade gepustet. Und das gehört sehr wohl zum Wandererhügel. Ja. Nur mal, um das zu gesagt zu haben. So. Dann gehen wir jetzt hier oben lang, ne? Ja. Gut. Es lag gerade so ein bisschen bei mir, weil es liegt jetzt an mir und nicht an mein Aufnahmeprogramm. Ich finde, hier ist immer so der Sound von diesen Karl-May-Spielen. So der Anfang hört sich ein bisschen danach an. Kennst du das? Weißt du das ja, immer? Ja. So ein bisschen ja, so der Anfang. So die. Also ich kann es nicht nachmachen, aber du verstehst, was ich meine. Warum greift er sich da nicht verziehen an? Und wieso greifst du mit an? Die armen Dinger. Der brauchte Hilfen. Der war schon halbnackt, so oft ist der krepiert. Der ist halbnackt. Der hat kein Höschen an und er hat einen Riesenschnauzer. Oh mein Gott, hat der einen Riesen. Ja, genau so. Was denn? Der genießt die Kälte in voller Pracht. Mhm. Rennt er mir gerade hinterher? Der lässt sein Ding baumeln. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Lauf weg! Jetzt ist er gleich komplett nackt. Und er greift mit daran an. Das ist so schlau! Ah, Mann! Du Hirnsbratze! Lass mich los hier! Ich will nicht! Zieh mich doch nicht in deine Kämpfe rein, Junge! Kein Wunder, dass du verreckst! Meine Güte! Mach das alleine und schick den nicht zu mir, ey! Dover Typ. Kein Wunder, dass er verreckt. Ich wollte gerade sagen, warum reißt du nicht? Das ist aber auch die 47. Person. Also jetzt mal ehrlich. Wenn man es nicht packt, dann sollte man es lassen. Und nicht noch andere mit reinziehen in die Scheiße. Also, mach ganz ehrlich. Geht dann doch ein bisschen zu weit. So. Dann nehme ich hier noch mit und dann. Sie gleich alle kommen. Sei mal recht. Sein. Umso besser. Dolljagdstücke. Fleischstücke, ja. Irgendwie auch fies. Ja. Aber wenn sie gut schmecken, haben sie selber Schuld. Dolljagdfleisch. Mhm. Wobei es ein Dolljagd gibt, das ich niemals essen würde. Und welches? Das ist Professor Jackington aus Guild Wars 1. Oh. Das ist der süßeste Dolljagd im ganzen Spiel. Und der absolut beste Freund von Nikolas, den Reisenden. Und die gibt sogar hier in Guild Wars 2 und sind beide nebeneinander beerdigt worden. Oh, wie. Oh. Find ich richtig süß. Traurig und süß. Oh, ich muss mein Fleisch auch abgeben. Hier rein, ja. Wo? Hier rein. Nee, Fleisch, okay. Okay. Fehlt noch ein Stück. Okay. Ich hab abgegeben, ich bin zufrieden. Ich muss hier mal durch. Oh, hier ist jetzt das schönste Quest ever. Die
schönste Quest ever. Die schmeißen. Au! Boah, jetzt habe ich mit zwei im gemacht und jetzt schaffe ich das noch wahrscheinlich. Jetzt renne ich schon mal, damit ich es vielleicht schaffe. Mist. So. Na, krieg ich's hin. Am besten lasse ich mich nicht beballern, weil sonst klappt das eh nicht. Was geht denn hier ab? Da, und der Kerl heißt Faun und rennt an Pink rum. Was, wo? Pink. Will ich sehen. Der Kerl da heißt Faun und rennt an Pink rum. Wo? Ähnlich. Stand genau vor dir. Da, da. Nein. Oh Gott, hier ist nicht. Doch süß. Ha! Jetzt hast das Kind umgenietet, du bist aber schrecklich. Das ist der schönste Quest aller Zeiten. Er ist so toll. Ich versuche immer meine Freunde abzuwerfen, aber jedes Mal ist es frustrierend, weil es auch nicht funktioniert. Scheiße, daneben geworden. Aber Tropfen. Platsch. Das finde ich für eine Quest total herrlich. Aua! Du brauchst mich nicht abballern. Scheiß Kinder. Hab ich nicht gesagt. Das war ein bisschen zu hoch. Ja, so. Bam! Kriegst einen Schneeball am Kopf. So, Kinder. Kiddies. Alter, würde ich aufhören, mal hier hinter den Bienenhäusern da so rumzurennen? Kann ich doch keinen Arsch treffen. Jetzt rennt doch, ups. Entschuldigung. Das war aus Versehen, okay? Bam. Okay, jetzt rumheulen. Autsch. Mann. Ich bin echt schlecht in sowas. Oh, herrlich. Ich hätte gerne ein Schneeballhügelchen. Kann ich den unboxen? Schade. Funktioniert irgendwie nicht. Platsch, platsch. Jetzt so einen schönen großen Schneeball. Boah, das ist nicht. Setz dich gerade wieder. Ja, du mich auch. Setz dich gerade wieder auf und wirst von hinten vom nächsten getroffen, ne? Ja, ja, schön. Ja, ja. Wunderschön. Boah. Kann man nur so schlecht zielen. Das ist eine doofe Biene. Warum sind die eigentlich so gekennzeichnet? Weil sie die, die Bienenstöcke da angreifen und, das eigentlich nicht sollen, also. Achso. Das heißt, greift die Dinger! Genau. Fand ich da was aus Zeug hält. Hier gibt's ein Wiederverwertungskit, juhu! Was? Tatsächlich? Ja. Oh Gott. Es war nur ein kleines, aber immerhin. Schon mal ein Wiederverwertungskit. Schade, es geht irgendwie nicht. Da wollte ich mal nett sein und das Kind unboxen. So. Sehr freundlich. Waffenschmied. Bin ich ja nicht da, das hätte ich gerne. Gucken wir mal, wie viel wir davon verwerten können. Und dann muss ich einmal verkaufen. Das geht. Das machen wir auch. Obwohl ich mal hätte gucken können, ob das besser wäre als meins. Och, bin so doof. Ah nein! Das machen wir mal weg, weil das brauchen wir nicht mehr. Den können wir einfach mal so random für irgendwas benutzen. Jetzt müssen wir jetzt den hier aufmachen. Unsere Ausrüstung und dann hauen wir den irgendwie hier so drauf. Wenn ihr ja jetzt ja nicht verkaufen oder so. So, und dann kommt das dahin und den Rest verkaufen wir. Macht sie das auch? Ja, ich mach die auch. Wieso lässt sie das andere nicht verkaufen hier? Das ist auch nicht schön. Nimm das nochmal bitte. Jetzt funktioniert's. Gut. Sie schweigt schon wieder.
Das Schweigen des Todes. Ich würde mal sagen, wir gehen hoch Schweigen. Und holen uns den Pferdefähigkeitspunkt, oder? Hatte ich doch gerade vor. Ich wollte es nur mal sagen. Ich weiß, du weißt alles besser und rennst auch so gerne vor und Ja, ich liebe es vorzurennen. Aber ich teile mich gerne mit und spreche mich gerne ab. Aber ich mir war das schon klar, das Gegenteil. Dass du hier hin wolltest. Ja, aber allen anderen vielleicht nicht. Aber allen anderen vielleicht nicht. Sie können sagen, nee, wir wollen da nicht längst, aber dann ist es doch sowieso schon zu spät. Das ist mir aber egal. Ich weiß, ich bin gemein. Du bist voll Schäße. Ja. Irgendwas wollte ich doch gerade hier gucken. Guck mir dazu. Ich glaube, mit hier auf der Ecke ist nämlich eine Taucherbrille. Und ich glaube, das ist die letzte, die mir fehlt. Vorletzte. Das ist Kupfer, ne? Das Kupfer. Ja, nee, jetzt nicht. Wo will der denn hin? Was war das denn gerade, bitte? Was für ein Idiot! Tschu, Rutsch, Roll! Voll die falsche Richtung. Kann man den Berg runter? Wenn du hier runterfällst, bist du tot. Ich wollte ihn versuchen, runterzuschützen. Okay. Da, genießt den Ausblick. Es ist so wunderschön. Okay, das war jetzt noch nicht. Oder? Du machst schon wieder irgendwas. Wie immer. Tada! Ist das nicht wunderschön? Und ich gehe mit meinem Standard. So. Hallo. Warum rennst du jetzt hier unten lang? Weil ich das machen wollte. Ganz einfach. Aha. Haben sie den schon angegriffen? Ja. Nö, noch nicht. Ist aber schon durch. Du, hier. Komm her, du. Aha, okay, Schwert. Der ist gerade durch. Also wenn du noch mit ihnen ansprichst, dann kriegst du noch... Ich nicht. Ah, doch. Sag ich zähl doch. Trotzdem. Was für ein Arsch. Das ist ja lustig. Okay, also ist hier doch noch keine Weg, kein Sprung-Dings da. Oh, hier sind aber so viele Swanies, ey. Die sind so schlimm. Sind sie nicht süß? Nein. Total goldig. Ich krieg mich gar nicht wieder ein. So, ich laufe jetzt einfach runter. Oh, und dann muss ich ins Wasser springen oder so? Und viel Spaß beim Versuchen. Also irgendwie habe ich ja das Bedürfnis, aber nee, lass mal. Ich komme jetzt hier aber nicht mehr hoch. Haha. Doch, jetzt. Okay. Kann man hier so irgendwie... Nee, lieber nicht. So weit kann sie, glaube ich, gar nicht springen. Ich hatte gerade ein großes, fettes Leck. Ich habe jetzt auch einen fetten gehabt. Danke. Ich habe bestimmt nur Dank bekommen. Das lag jetzt bei uns. Das lag an unserer Leitung zu Hause. Ich habe auch gerade einen gekriegt. Jetzt krieg dich... Ich will dir doch nur mal... Ah, so. Das ist nur, weil du das gesagt hast. Da hat er sich benachteiligt gefühlt. Und mochte auch ein Leck. Wollte auch. Toll, so, wieder ein fetter Leck. So ein Scheiß, ey. Was ist denn das jetzt hier? Und sie rutscht erstmal voll glatt den Dings runter. Auch schön. Siegel der Rage. Ich will auch ein Rage, ein Rage-Siegel. Scheiße, jetzt gehen die Frames runter. Alles nur wegen dem Scheiß hier. Alter. Und das ist schon wieder dieses dämliche
Vogelgedöns. Ich hoffe, du hast bald eine andere Waffe. Warum sollte ich das Langschwert aufgeben? Das ist schon stark. Wo kommst du? Ich pflück hier gerade Karotte. Achso. Okay. Oh, noch mehr Karotte. Nom 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 nom. Karotte, Karotte, Karotte. Die erste Katze, die Karotten isst. Glaube ich nicht. In manchen Katzenfutter ist, glaube ich, sind Karotten, glaube ich, drin. Und, ja. Also nicht in jedem, aber so ein bisschen drin. Glaube ich schon. Wir müssen gleich mal ein Päuschen schieben. Ein Päuschen schieben? Ja. Ja, dann machen wir es doch gleich hier. Ja, wenn sie weiter ran. Mit einer schönen Aussicht. Mhm. Und den Schneidefestungen, wunderschöne Berge. Das sieht wirklich schön aus. So. Guck, das entdecken wir alles noch. Alles da hinten auch noch. Ihr könnt zwar meine Maus nicht sehen, aber ich zeig's trotzdem mit der Maus. Weil ich glaube, ich habe die nicht auf Anzeigen. Ich weiß nicht, könnt ihr einmal sagen, ob ihr das mit Mausanzeige haben wollt. Weil sonst lasse ich es einfach so. Ihr könnt euch bis zum Horizont und noch viel, viel weiter werden wir noch erkunden, sozusagen. Joa. Ja. da oben waren wir eben. Ja. Dann würde ich sagen. Wie bei dieser Stadt. Ah. Mhm, wenn sie sich wieder einkriegt, dann kann ich weitermachen. Entschuldigung. Mhm. Okay, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bye bye. Tschüss.